Okay, wir sind jetzt hier in Folge 6, glaube ich, ist es, von meinem Let's Play von GTA 4, The Ballad of Gay Tony. So, er ballert mich hier schon eine halbe Stunde ab. Dieser Typ hat gerade für uns, versucht uns zu erschießen. Der lebt ja noch. Der bewegt ja noch seinen Kopf. Okay, naja, ist egal. So, jetzt habe ich hier so eine geile Waffe und ich soll den jetzt hier abschießen. Blindes Schießen. Okay, ich gehe jetzt mal ganz logger längs. Fick dich! Okay. Wenn jetzt nochmal hier irgendwer längs gerollt kommt, dann drehe ich echt durch. Den einen habe ich schon mal mit blindem Schießen. Den auch. Hallo. Okay, den auch. So. Ich glaube, er ist tot. Ist voll gut mit blind hier so Kacke zu schießen. Okay, der ist glaube ich noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Gut. So, jetzt hier wieder ganz locker um die Ecke. Ja, erstmal alles schön einsammeln. Ihn mal kurz wegpacken. Oh, und ihn. Okay. Ist jetzt noch einer hinter dem Kasten hier. Headshot. Oh. Okay, hier liegen. Oh, cool, sichere Weste. Und eine Shotgun liegt hier. Ich glaube, ich finde diese Shotgun, die hier liegt, besser. Ja, das ist was Schönes. Denke ich, ne? Also, wenn ihr die andere besser gefunden habt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ja, ist ja gut. Wir haben es ja gleich geschafft. Oh, das ist was Schönes. Guckst du dir mal die Wand an. Er soll mal ganz ruhig bleiben hier. Das kriegen wir alles schon hin. Eine Granate? Habe ich sowas? Okay. Ja, die Tür ist da natürlich jetzt nicht so im Weg. So, da ich irgendwie 1000 Millionen Kugeln für dieses Gewehr habe, ist das eigentlich egal, ob ich die jetzt hier verballer. Gehen wir mal kurz hier rein, mal gucken, was hier so ist. Gar nichts. Hier wieder blind oder was? Och, kann er jetzt mal da um seine Ecke kommen oder was? Da unten. Okay, ist wahrscheinlich runtergefallen oder so. Witzig. Ah, hier ist ein Granat. Soll ich mal eine Granate hier runterwerfen? Witzig. Hundesack.
Ach so, Dicker. Ja, spring erstmal hier raus. Ist klar. Okay, Shotgun. Ich schieße die ganze diesen dicken Sack noch aus. Kann er jetzt mal sterben? Gut. Okay, so. Jetzt erstmal alles wieder einsammeln. So geht das hier nämlich. So läuft der Hase. Ist aus der Spur. Ich muss ja die ganze Drecksarbeit. Ist immer so geil. Die kommen so angerollt und sind so gleich tot. Oh. Stick by me, bro. If I don't make it, the clubs are yours, Luis. That means that that's my. Hey, keep it. Not fucking fun. Okay. Ich glaube, das waren sie alle. Ich kaufe mir hier nochmal was bei diesem Spurunk. Erstmal hier so eine geile Limo kaufen. Okay, wenn ich das mache, ist die Mission schon gescheitert. Ich habe keinen Bock, die nochmal zu machen. Oh, ein buggender Mülleimer. So, was Interessantes. Okay. Wieder so ein Dicker. Dicken sind immer am witzigsten irgendwie. Work. Okay, ich glaube, wir sind hier fertig. Warte, bis Tony das Gebäude findet. Okay, hier ist auch unser Auto. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Can you drive me to the apartment? I need to lie down. Schluchtel. Okay, hier erstmal drehen. Ganz regelgemäß hier mal reinfahren und wieder. Toll! Eigentlich wollte ich diesmal keinen Schaden am Auto kriegen. Naja. Oh, wir sind schon da. You're gonna call Rocco then? Rip him a new one? I got a feeling we ain't the only ones who'll be ripping him, Lou. God, I need my pills! Don't take that shit, T. I'm serious. No. Nicht diesen Shit nehmen. Wow, that was incredible. Okay. Use the back door so my friends don't see you. Asshole! Ask your bartender about. Muss ja erstmal wieder gucken. Ist das eigentlich Heli-Tour? Aha. Ja, ich bin dafür, dass wir das mal machen, oder? Ich denke, das ist mal ganz spaßig, mit dem Helikopter durch die Gegend zu. Oh yeah. Das machen wir doch einfach mal, ne? Ah, hier halten wir noch. Ne, wir halten hier nicht hin. Hallo. Hallo.
Homie, what's happening, man? Who's this? That's Yusuf Amir, man. Yusuf. The guy who wants to talk about franchising your club. Hey, those conversations are usually Tony's department. But Mr. Tony gave me your number. There are some other matters I need to discuss before we get down to the real shit. Hey, if Tony gave you my number, then it's okay, bro. Great. Come hang out at my apartment. It's right on the Middle Park. Prime location. One of the most exclusive in the city. Top dollar shit. You'll love it. Yeah, all right. I'll be by sometime. Just don't wait up. Oh. Helicopters. Hä, was soll man, was bringt einem das denn? Nee, ich will selber fliegen. Sorry. Wird viel witziger, ihn hier zu töten. Niemand sagt sowas. Das ist richtig geil. Das ist mal geil mit dem Hubschrauber jetzt. Ich glaube, ich kann richtig gut Hubschrauber fliegen. So. Also bei GTA 4 war es ja immer so, dass man, wenn man zur Freiheitsstatue geflogen ist, dass man dann reingehen konnte in die Reihen. Und dann gab es da so ein nettes, kleines Gimmick, was ich eigentlich immer ganz witzig fand. Das war aber GTA 4 so. Mal gucken, ob das hier jetzt auch noch so ist. Wir werden sehen. So. Hier ist die Freiheitsstatue. Musste irgendwie auf diese oberste... Ne, ich kann jetzt nicht. Da musste irgendwie hier oben hin. Eigentlich wollte ich den Heli behalten. Okay, den Heli kann ich wohl nicht mehr behalten. So. Jetzt klettert er hier erstmal so ein bisschen rauf. Okay, bei irgendeiner Tour könnte man hier, glaube ich, reingehen. Hier zum Beispiel. Ja, es ist noch da. Ne, ich kann jetzt nicht. Mein Gott. Ich möchte diesen Leuten die Ehre erweisen, so ein geiles Gimmick hier zu sehen. Ich kann die Leiter nicht hochklettern. So, hier ist nämlich das angekettete Herz von Liberty City. Welches natürlich normalerweise nicht in der Freiheitsstatue drin ist. Aber man kann es ja auch mal ein bisschen abschießen, ne? Voll witzig gemacht eigentlich, hier mit so einem Schläuchen so und Ketten. Ne? So, welche Tür war das jetzt? Die war es nicht. Ja, was ist das denn? Luis, what's gotten into you? Why haven't you been helping out at the clubs? You serious, man? I've been running around this city getting shot at by assholes, doing hits for assholes, and hanging out with assholes so we can keep these places running. What else you expect me to be doing? Standards have slipped, Lou. We're dead without this revenue stream. Just keep an eye on things, okay? Desi's at Masonette every night. Just talk to him, and he'll explain everything. Okay, T. Put your feet up. Relax. Enjoy yourself. Okay. Ich soll jetzt also hier Clubmanagement machen. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll. Oh, Kacke. Ich wollte nicht sterben. Was soll das denn jetzt? Naja. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Waffen verloren und bin scheiße, echt. Ich hatte eben so schön alles eingesammelt. Kacke. Nur wegen so einem Gammel-Scheiß, den ich hier gemacht habe. Herz angucken von der behinderten Freiheitsstatue. Ja. Ah, ich habe noch alle Waffen. Okay, das ist cool. So. Ich fahre jetzt nach Hause und lass... Ja! Ich fahre jetzt nach Hause mit diesem Taxi.
Und dann denke ich, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja, ich habe irgendwie kein Haus mehr. Bist du dumm oder was? Versteck. North Holland, yo. Cool. Lade. Here we go. Tip, please. Dankeschön fürs Fahren. So, das ist das Ende der Folge 6, glaube ich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.